Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Admiral. Runde 22 in der Vorarlberg-Liga. Der FC Blau-Weiß Feldkirch empfing im Waldstadion den Tabellennachbarn aus Nenzing. Beide Teams liegen derzeit am Tabellenende und für beide sind 3 Punkte fast schon Pflicht. Die Hausherren machen dann auch früh Druck. Hier mit einem schönen Passspiel über die linke Seite, Stieger dann mit der Flanke und Ekharefba setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch. Die frühe 1:0-Führung für die Heimmannschaft aus Feldkirch. Beide Teams kämpften weiter, taten sich aber schwer, ihre Chancen zu verwerten. So auch die Gäste in der 15. Minute. Ein schöner langer Ball in den Strafraum. Gerolds bekommt den Ball aber nicht ganz unter Kontrolle und der Feldkircher Keeper kann klären. Ähnliches dann bei Blau-Weiß. Schöner Ball auf Stieger. Der muss kurz warten, dass er in der Mitte überhaupt Abnehmer findet. Ein kurzer Haken und dann der Pass. Doch der Schuss viel zu schwach. Auch hier kein Problem. Es geht in die 32. Minute. Can am Ball und den lässt er sich auch nicht nehmen. Dann der perfekte Pass in den Lauf von Ekharefba und der fackelt nicht lange. Genau ins lange Eck. Das 2:0 für Blau-Weiß-Feldkirch. Das soll's aber noch nicht gewesen sein in der ersten Hälfte. Ganal holt sich den Ball und spaziert dann ohne Gegenwehr Richtung Feldkircher Kasten. Der Schuss passt dann auch perfekt und es steht 2:1. Dies war dann auch der Pausenstand. Ganal leitete auch gleich zu Beginn der zweiten Hälfte den nächsten Angriff für Nenzing ein. Öcan marschiert dann auf der linken Seite und flankt zur Mitte. Honeck steht goldrichtig und köpfelt zum Ausgleich ein. Knapp 10 Minuten später dann ein guter Freistoß von Feldkirch. Direkt angetragen, aber Nenzing-Goalie Grass war zur Stelle. Eine 1000%ige Möglichkeit dann für Nenzing in der 61. Minute. Mit ein paar Pässen spielen sich die Gäste durch die Feldkircher rein. Der Goalie kann kurz abwehren, aber Öcan steht dann alleine vor dem Tor. Per Fußabwehr kann aber Jakob die Nenzinger Führung doch noch verhindern. Doch in der 69. Minute kam es dann anders. Ein schwerer Fehler im Aufbauspiel von Feldkirch. Ganal kann wieder ohne Probleme Richtung Strafraum ziehen. Der Schuss folgt und dann auch noch ein Patzer vom Feldkircher Goalie. Das 2:3 besiegelte dann auch die knappe Niederlage von Blau-Weiß-Feldkirch gegen den FC Nenzing. Ja, speziell in der ersten Halbzeit war ich zufrieden. Wir sind 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir eigentlich aufgehört, Fußball zu spielen. Der Plan ist aufgegangen. Wir hätten in der ersten Halbzeit 3-4-0 führen können. Wir haben die Woche ziemlich stark trainiert, sehr gut trainiert, aber haben das nicht umgesetzt im Spiel. Wir müssen das jetzt analysieren, wieso das so ist.